Wer mag sie nicht? Die Geschichten von mutigen Piraten, ehrenwerten Seeräubern und liebenswerten Ganoven zur See. Die Two-Worlds-Macher haben mit Raven's Cry ihr neuestes Werk in der Karibik angesiedelt. Nach einem katastrophalen Release sind mittlerweile ein paar Patches in See gestochen. Die haben zwar einige Probleme beseitigt, ein besseres Spiel ist Raven's Cry dadurch aber nicht geworden. Christopher Raven ist ein ziemlich unangenehmer Karibik-Pirat. Er riecht geradezu nach Testosteron und für Gold tut er einfach alles. Gut, dass ich nicht von so edler Gesinnung bin wie ihr. Sonst hätte ich am Ende Skrupel gehabt, den spanischen Landsmann für euch zu erledigen. Hä? Und jetzt will ich mein Geld. Gleich zu Beginn hat Raven eine Begegnung mit seiner Vergangenheit, die ihm klar macht, dass der Mörder seiner Eltern und seines Bruders, der Pirat Neville, immer noch lebt. Natürlich beginnt er jetzt eine gnadenlose Jagd auf seinen Erzfeind. Du siehst aus, als wärst du dem Teufel persönlich begegnet. Was eine brauchbare Motivation abgeben könnte, verkommt in Folge zu einer wirren Story, in der wir mit heißer Nadel gestrickte Handlungsversätze abklappern. Der tote Peterson, es war das gleiche Zeichen wie damals bei meinem Vater. Die elenden Mörder meiner Familie, sie sind zurück. So sollen wir beispielsweise einen berüchtigten, unbarmherzigen Piratenjäger namens Santorio aufsuchen, der angeblich weiß, wo sich Kensington, Nevilles rechte Hand, befindet. Aber ich rate dir, halte dich fern von ihm. Der Kerl ist wie besessen von seinem Hass auf Piraten. Niemand weiß, wo er herkommt oder wo er hingeht. Er greift wie aus dem Nichts an und verschwindet wieder. Wir erwarten also, dass Santorio nur mit Gewalt zur Mitarbeit zu bewegen sein wird. Überraschung, schon im ersten Gespräch mit Santorio werden wir dicke Freunde. Er versucht nicht einmal, uns an die Gurgel zu gehen. Nun, verwegen genug seid ihr. Das muss ich euch lassen. Ihr geht Ärger nicht aus dem Weg, sonst wärt ihr nicht hier. Ich hätte da einen Auftrag für euch. Nein, er verrät uns auf Anhieb die geheime Zufahrt zu seiner Insel. Und für den Endkampf leiht er uns sogar sein Linienschiff. Wahrhaftig, ein beängstigender Piratenjäger. Richtig geärgert hat uns aber eine Szene, die das schlechte Storydesign exemplarisch hervorhebt. Um Kensington bei einer einflussreichen Gruppe zu diskreditieren, sollen wir den Sohn eines Mitglieds dieser Gruppe umbringen, der sich gerade auf Kensingtons Besitz aufhält. Wohlgemerkt, Raven, dessen Bruder und Eltern brutal umgebracht wurden, soll jetzt seinerseits den Sohn eines Unbeteiligten töten, nur um die ehemalige rechte Hand seines Erzfeindes zu diskreditieren. Und Raven wehrt sich nicht mal gegen diesen Auftrag, was ihn jeglicher Glaubwürdigkeit beraubt. Und wir haben auch keine andere Wahl, als diesen Blödsinn zu erledigen. Aber es kommt noch besser. Bring die Schlampe um, keine Zeugen. Nein, bitte, nein, ich flehe euch an. Kaum ist der junge Mann tot, sollen wir auch noch seine Mutter umbringen. Ein gutes Rollenspiel lässt uns nun die Wahl, gibt uns Möglichkeiten, auf so eine Situation zu reagieren. Die Entwickler von Raven's Cry suhlen sich lieber in einer Schlachtorgie. Als wir einfach weggehen, wird die Mutter eben per Skript getötet. So wird Christopher Raven und damit der Spieler automatisch zu dem gleichen Monster, das er jagt. Und das macht die gesamte Geschichte nur noch zu einer wild zusammengesponnenen Rachefantasie. Die größte Krux an der Geschichte ist aber, dass die viel zu langen Dialoge größtenteils einfach nur platt sind. Manchmal so platt, dass sie unfreiwillig komisch werden. Mein Freund, glaubst du an die Freiheit? Ich meine die Freiheit, alles zu tun, was du möchtest? Eine eigene Wahl zu treffen? Wie ich über Freiheit denke? Naja, Freiheit ist gut. Obendrein besitzt das Spiel einen deutlich frauenfeindlichen Unterton, der neben den vielen ebenso platten Beleidigungen, mit denen um sich geworfen wird, negativ auffällt. Realismus in historischem Kontext ist ja schön und gut, benötigt aber Glaubwürdigkeit. Haben die weißen keine Hilfe bei ihrem Gott gefunden? Es muss wirklich übel sein, wenn sie dieses Mal eine Frau... Sir, wir hätten eine... Schweig jetzt, sei still. Raven's Cry stempelt Frauen aber leider bei jeder sich bietenden Gelegenheit als Schlampen ab. Das ist weder glaubwürdig noch macht es Spaß.
Diese Schlampen wollen auch jeden Tag mehr. Warum kommt ihr nicht endlich herein? Ich bin bereits drin. Natürlich, darum stehe ich ja hier und rede mit euch, nicht wahr? Bestenfalls gewinnen wir der Geschichte und den Dialogen einen gewissen Trash-Faktor ab. Wir warten immer gespannt auf die nächste Absurdität, die nächste unberechenbare Handlung des persönlichkeitsbefreiten Raven. Spielerisch ist Raven's Cry durchwachsen. Die Kämpfe sind an das System in Risen angelegt, haben aber so gut wie kein Trefferfeedback. Das Lufthacken wird nur durch gelegentliche Treffer- und Pariergeräusche aufgelockert. Die Prügeleien sind meist hakelig und gegen mehrere Feinde oft eine Qual. Blocken können wir aufgrund der viel zu kurzen Animationen gleich vergessen. Wird uns mal zu heftig eingeschenkt, verstauen wir unsere Waffe und rennen einfach im Kreis vor den Gegnern weg, bis sich unser Gesundheitsbalken wieder gefüllt hat. Aber auch sonst glänzt Raven's Cry mit vielen kleinen Nickeligkeiten und Bugs in der Bedienung. Diesen Gegner interessiert es nicht, dass wir hier herumschleichen. Wir können ihn aber auch nicht mit unserem Haken leise erledigen. Naja, dann muss halt die Pistole ran. Wir bleiben auch ständig überall hängen. Sehr gern an Treppenstufen oder anderen unsichtbaren Barrieren. Ein Licht am Karibikhorizont allerdings. Die maritimen Scharmützel kommen zwar nicht an die aus Assassin's Creed Black Flag heran, machen aber viel Spaß, sofern wir gegen vertretbare Gegner gewürfelt werden oder ein entsprechend schlagkräftiges Schiff besitzen. Dickere Pötte kriegen wir bei diversen windigen Händlern. Die motivierenden und sinnvollen Upgrades gibt's bei ehrbaren Schiffsbauern. Und das alles kostet ziemlich viel Geld, besonders wenn wir das dicke Kriegsschiff zur See fahren wollen. In Fragen Geld und Belohnung allerdings bekleckern sich die Entwickler nicht mit Ruhm, denn wir bekommen für unsere Missionen sehr häufig überhaupt kein Geld oder viel zu wenig, egal wie groß der Aufwand war. Also müssen wir auf Kaperfahrt gehen. Das macht richtig Spaß. Wir brauchen dafür aber ein adäquates Schiff mit genug Laderaum und ordentlich Feuerkraft. Wenn wir ein Schiff entern, müssen wir über ein Menü entscheiden, wie der Übernahmeversuch ablaufen soll. Sind wir erfolgreich, dürfen wir den gekaperten Kahn ausräumen. Erfolglose Piraten hingegen treiben Handel in den Hafenstädten, also Ware kaufen und teuer woanders verkaufen. Das funktioniert über ein schlichtes Menü, das uns mit Klick-Terrorismus malträtiert. Wir müssen nämlich für jedes einzelne Stück Ware klicken. Umso größer der Frachtraum, desto mehr müssen wir klicken. Ein einfaches Eingabefeld hätte hier Wunder gewirkt. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, an Geld zu kommen, das Würfelspiel. Schnell speichern, 1000 Reales auf den Tisch legen, würfeln und wenn wir verloren haben, den Spielstand neu laden. So machen wir gefahrlos und spannungsarm jede Menge Geld in kurzer Zeit. Raven's Cry wartet eigentlich mit ziemlich veralteter Technik auf, überrascht uns dabei aber mit sehr stimmungsvoller Grafik. Detaillierte und liebevoll gestaltete Hafenstädte verbreiten echtes Piratenflair. Tag- und Nachtwechsel sowie Wetteränderungen sorgen für Abwechslung. Ja, die Umgebungsatmosphäre haben die Entwickler sehr gut hinbekommen. Ebenfalls hervorragend gelungen ist das Schadensmodell der Schiffe im Kampf. Fallende Masten, zerfetzte Segel, splitterndes Holz. Leider war es das aber auch schon mit den positiven Aspekten. Stattdessen finden wir jede Menge Bugs. Hier kommt etwa der Gegner aus dem Felsen und greift uns an. Hallo! Beim Sound wird es extra interessant. Während die generelle Beschallung in ihrer Abwechslung gut gelungen ist, sind die Details zuweilen etwas befremdlich. Hier etwa ein klassischer Fall von Persönlichkeitsstörung. Dieser jämmerliche Feigling. Also dann, lasst es euch gut gehen. Während die Sprecher überwiegend gut betonen und die anfänglich katastrophale Tonabmischung zwar mittlerweile verbessert wurde, sprechen die NPCs aber teilweise immer noch viel zu laut und manchmal stört das sogar Gespräche. Wohin hast du diesen Grünschnabel von O'Sullivan geschickt? Wie heißt der Laden? Das große Gebäude in der Nähe vom Markt. Und das Spiel hat noch andere Bugs in petto. Kaputte Cutscenes, fehlende Dialoge, schlechte Ausleuchtung und Clipping-Fehler en masse. Außerdem gibt's trotz Patches immer noch Plotstopper-Bugs. Hier sollen wir mit einem Questgeber namens Coffee sprechen. Bloß ist Coffee partout nicht zu finden, auch wenn das Spiel etwas anderes behauptet. Nein, hier half uns nur das Laden eines älteren Spielstandes. Raven's Cry wirkt technisch wie ein Spiel von vor 10 Jahren. Obendrauf kommen diverse fiese Bugs und die Abstürze nerven natürlich auch.
Als ernstzunehmendes Rollenspiel scheitert es obendrein an der Story. Die Geschichte ist platt, inkonsequent, hat mehr Löcher als ein Schweizer Käse, die Charaktere sind eindimensional und die NPCs strunzdoof. Die generelle Piratenatmosphäre abseits der deplatzierten Beleidigungswellen und der indiskutablen Frauendarstellung ist allerdings gelungen. Die lebendigen Städte, die spannenden Kaperfahrten und die absurd ulkigen Dialoge lassen erstaunlicherweise Spaß aufkommen. Aber wohl nur bei den Menschen, die Trash etwas abgewinnen können. Also nicht gleich aufgeben, sondern einfach mal laufen lassen.